Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play I Am Alive. Ja, im letzten Part sind wir hier zu diesem Schiff gegangen und jetzt sind wir im Schiffsbauch. Also wir können auch sofort wieder rausgehen, wenn wir wollen. Juhu, frische Luft oder besser staubige Luft. Und ja, jetzt gehen wir weiter hier. Ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Gehen wir erstmal nach rechts. Hier ist überhaupt nichts. Okay. Ah, ich habe Angst. Hier hat es doch sicher wieder Gegner, oder? Oh, ja. Drei Stück. Oh je. Okay, dann mache ich den Platz. Komm. Optimal. Dann gib mir mal meinen Pfeil zurück. So. Und die. Oh, oh je, der Stuhl hat ihn geschlagen. Habt ihr das gesehen? Er ist voll weggeflogen vom Stuhl. Und was seid ihr für welche? Seid ihr gut oder böse? Gut und gut. Alles klar. Kein Dank. Überhaupt nichts. Na, die haben wahrscheinlich auch Angst vor mir. Die denken wahrscheinlich, ich will die auch noch abknallen. Aber nein, ich lasse euch in Ruhe. Eine Leiter. Ja, oh, geht, guckt mal. Oh, sieht zwar eher aus wie Plastik, anstatt echte Menschenknochen, aber hey, sieht echt krass aus. Ui. Die haben es mit dem Backpulver ein bisschen übertrieben. Da ist alles in die Luft geflogen und der ganze Kuchen und dann jetzt, deswegen sind sie tot und weiß. Das wird wohl der Grund gewesen sein. Und was jetzt kommt, ich mag es nicht so. Es ist nicht schön. Nämlich, wenn ich jetzt nach rechts gucke, genau, dann kommt der Typ hier und den kann ich nicht abschießen mit der automatischen Zielfunktion. Da muss ich selber zielen. Und auch treffen, denn er ist gepanzert und ja, wenn ich Pech habe, dann geht der Pfeil voll in die Rüstung und es macht ihm überhaupt nichts. Aber jetzt habe ich seine Panzerweste, yeah, voll die Panzerweste. Und noch eine Wiederholung und das heißt, ich bin super gut gerüstet, um ja, die letzte Hälfte des Spiels so gesehen noch blind zu schaffen, ohne dass ich Game Over gehe. Mann, du Arsch! So, Sekunde mal ganz kurz. So, weiter geht's. Ja, da muss ich ganz kurz unterbrechen. Aber jetzt mach ich dich platt, Junge! Dein Kollege hat mich nämlich echt... Der hat mich echt enttäuscht, ey. Der hat mich voll abgeschossen. Na gut, dann verkürze ich's mal. Ah, er hat es eigentlich nicht verdient, aber okay. So. Meine Weste, ey, guckt sie euch an. Die ist schon wieder fast kaputt. Kaputt? Nur wegen so einem blöden Arsch, ey, Mann. Erst fragen, dann schießen. Noch nie gehört? Nein? Okay. Dann halt nicht. Hier ist noch eine Pistole. Cool, drei Schuss. Drei Schuss sind besser als zwei. Da hustet doch schon wieder jemand. Aber nein, ich gucke mich erst um. So, da war ich. Alles klar. Da war ich jetzt auch drin. Was ist hier? Ich glaube, da geht es dann zurück später. Hier hustet doch jemand. Aber das hier ist ein Problem, denn ich weiß nicht, wie ich zu dem Typen komme. Ich glaube, beim kurz anspielen... Also ich habe ja noch die Mission, die kenne ich ja noch vom Privatspielen. Danach ist alles blind, aber ich glaube, ich weiß noch, dass ich den Typen nicht gefunden habe. Ich werde versuchen, den jetzt mal zu finden und dem auch zu helfen. Dem Hüsterchen. Ja, husten ist nicht schön. Definitiv nicht. Okay, da gehe ich gleich hoch. Ich will mich wie immer erst umgucken. Umgucken ist immer cool.
Gut, da ist nix. Da kann ich auch nicht hoch. Aber hier, da geht's doch hoch. Und da kann man sogar runter, wenn man will. Aber da war ich ja schon drin. Da unten war ich ja schon. Und deswegen gehen wir erstmal hier hoch. Ich hoffe, hier ist auch... guckt mal. Noch eine Kugel. Oh, cool. Die habe ich das letzte Mal nämlich nicht gefunden. Da bin ich nicht hier hochgegangen. Das ist cool. Jetzt habe ich noch eine Kugel. Wir sind unbesiegbar. Naja, zumindest fast. So, nochmal ganz kurz gucken. Nein, hier ist nichts. Gut, ich gehe da hinten hoch. Warum? Ja, weil ich da auch das letzte Mal hochgegangen bin. Und ich werde jetzt trotzdem nochmal hier gucken. Es ist so sinnlos, wie ich herumlaufe. Ich mache das Ganze übergründlich. Und es tut mir leid, wenn ihr das doof findet. Aber ich muss einfach alles gesehen haben. Moment, hier ist doch gerade noch geleuchtet. Na egal, hier ist das Funkgerät. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Die Tür ist zugegangen. Ja, ihr habt es, glaube ich, auch schon gemerkt. Die Tür ist zugegangen. Gruselig. Wenn einfach so die Tür zugeht. Au! Boah! Boah, nein, nein. Ich bin so doof, ey. Du blöder Arsch, hat mich voll erschreckt, ey. Mann, und der hat mich auch noch geschlitzt. Und der hat mich noch abgeschossen. Ohne die Schutzweste, ne, wäre ich jetzt tot. Ich wäre tot. Ach, naja, drei Schuss habe ich noch. Drei Kugeln. Drei Kugeln müssten super gut reichen. Ja, super gut bin ich nicht. Ach, Mann. Aber alles ist noch okay. So, was ist hier? Tut mir leid, Junge. Aber ich kann es nicht riskieren, dass er mich tötet. So. Genau, und hier geht's regulär weiter. Aber. Ich weiß, dass hier noch ein paar Secrets sind. Deswegen hole ich mir die natürlich auch noch. Secrets. Secrets sind immer cool. Ja, mit einer Pistole und einem Bogen ist das alles kein Problem. Da helfen auch keine Drogen. So, hier war nichts. Ah, guck mal. Oh. Ja, jetzt redet der nicht mehr mit mir, oder was? Ich bin mir sicher, der hätte mir hier das gegeben. Und jetzt habe ich ihn aus... Ey, scheiße, das wusste ich nicht. Jetzt habe ich ihn aus Versehen bestohlen. Egal, ne? Ich hoffe, er überlebt trotzdem. Mist, da habe ich mich zu früh umgeschaut. Ich hätte zuerst zu ihm gehen sollen. Dann hätte er mir das wahrscheinlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Rettung schon nicht mehr machen kann. Moment, ich werde jetzt mal was machen. So. Genau, oh, ich bin wieder hier. Sehr gut. Jetzt passe ich nämlich richtig gut auf. Das ist mir eigentlich voll egal, du blöder Arschmann. Okay, dich lasse ich jetzt verrecken. Ja. Oh je. Okay. Diesmal mache ich es richtig. So, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass ich den hier bestehle. Das geht ja gar nicht. Hey, how'd you find this place? You got past the nutters with machetes. Jo. So. Lone Ranger, you look all worn out. I have some things I can share on these boxes, but just these ones. Help yourself. Alles klar. Dann, es ist Rattenfleisch und Wasser, Leute. Rattenfleisch und Wasser. Alles klar? May you find peace in your travels. Ah, jetzt fühle ich mich gut, Leute. Ja, es ist dumm. Ich hätte es eigentlich wieder klauen können. Aber nein,
Ich fühle mich jetzt besser. Die haben echt Angst vor dem Bogen? Payback time, let's talk this over. Oh shit, er weiß, was ihm blüht. Ja, er weiß es doch schon. Und deswegen ist der Bogen richtig geil. Denn ich habe mit dem Bogen eine unendliche, ja, Munitionsquelle, kann man sagen. Kann man wirklich sagen. So, was war hier oben? Hier war doch... Oh. Ach so, hier war nichts. Alles klar. So, wie kann ich dem Typen helfen? Kann ich dem irgendwie helfen? Ich glaube, ich muss da durchs Fenster klettern. Aber ich... Eben, beim letzten Mal habe ich es schon... Oh. Oh, du Arsch! Mann! Oh Gott im Himmel, ich stell mich an. Aber ich habe immer noch 4 Schuss. So. Jawohl, diesmal bin ich drauf gekommen. Einfach außenrum gehen. Hey, wieso bin ich da nicht... Aber jetzt bin ich drauf gekommen. Kein Problem, kann ich dir was geben? Ja. Nee, ich bin nicht krank. Hier. Könnt ihr haben. There was a doctor here, but well, now he's gone. I joined the militia a month ago. I didn't really know what they were all about. Some of the guys are okay, but some have some pretty crazy ideas. Anyway, I'm out now. If I get well enough to move, I'm gonna run as far away from here as my feet will carry me. Alles klar. Würde ich dir auch empfehlen. Cool, dann habe ich das hier jetzt geschafft. Das war auch blind für mich. So, und ja, gleich ist das ganze Spiel für mich blind, weil gleich weiß ich überhaupt nichts mehr. Puh, das könnte spannend werden. Aber zuerst, ich weiß ja noch, was kommt. Hier waren keine Gegner mehr. Ich laufe hier jetzt ganz gemütlich. La, li, la, la, li, la. Hier ist kein Gegner. Ja, hättet da wohl gern. Der ist down. Sehr gut. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir machen dich jetzt platt, Junge. Boah, der hat... Wow, der hat ein Ding fallen lassen. Erste-Hilfe-Kasten. Ist ja krass. Oh, wie er leidet. Okay. Rest in peace, man. Alles klar. Dup, dip, dup. Ist das ein Pfeil? Geil, ich habe 2 Pfeile. Ey, Leute, ist das geil oder ist das geil? Ich habe 2 Pfeile. Jetzt könnt ihr mir überhaupt nichts mehr. Ich wusste nicht, dass es Pfeile in dem Spiel, also dass es mehr als einen Pfeil in dem Spiel gibt. Man lernt nie aus. Nein. Don't. Du musst leider sterben. So, gib auf. Gib auf. Gib jetzt auf. So, Junge. Alles klar? Oh. Da hat gerade eine Steam-Gruppe was angekündigt. Okay. Alles klar. Jo, dann. Boah, geil. 2 Pfeile. Und 2 Kugeln. Das heißt, ich kann jetzt 4-mal schießen und die Pfeile kann ich ja wieder aufheben. Ich bin wirklich gut gerüstet. Und ich würde sagen, jetzt beeile ich mich noch. Zum Ende vom Part will ich nochmal zu Henry, damit ich das vollendet habe, die Mission. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Aber eben, erst möchte ich zu Henry. Und den Ladebildschirm, den musste ich jetzt leider drin lassen. Tut mir leid, aber da habe ich gepennt. Jo, ich suche die Abkürzung, denn ich weiß ja schon aus dem letzten Part wieder, also habe es mir wieder in Erinnerung gerufen, wo ich lang muss. So, und sobald ich bei Henry bin, ist alles blind.
Wirklich alles von diesem Spiel ist dann blind. Man konnte doch irgendwie... Boah. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht so. Okay. Ja, diesen Wandsprung, also damit ich an die andere Wand springe, den kriege ich irgendwie nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob der den überhaupt irgendwann mal konnte, aber ich hab's so im Kopf, dass der den konnte. Ne, also jetzt nach da springen zum Beispiel. Wieso kann der das nicht mehr? Egal. Es ist egal, ich habe es soweit geschafft. Geh da runter. Danke. So. Genau, denn jetzt gehen wir hier hoch, wo ich im letzten Part gedacht habe, nö, da muss ich noch nicht lang. Jetzt muss ich da lang, oder besser, ich kann hier lang gehen. Und da bin ich schon wieder fast bei Henry. Denn wenn wir mal auf die Karte gucken, hier ist Henrys Apartment und da können wir runtersliden. Also sprich, wir sind gleich bei Henry. Wuhu! Yeah! So. Der Bogen ist ausgerüstet, sehr gut. Dann muss ich nur... Okay, alles klar. Ich weiß wieder, wo es zu Henry geht. Nämlich hier. Neben dem fetten Lastwagen. Keine ungebetenen Gäste. Wunderbar. Super. Soon, sweetie. Your new friend is gonna go get her right now. Aren't you? Henry's right. I'm leaving right now. You're walking to his hotel. He's the only one that's in place. It's fallen a long way. Okay. Also gut, da hat Henry uns ja was eingebrockt. Jetzt müssen wir... Oh je, jetzt müssen wir ins Hotel. Und Leute, ab hier... ist für mich wirklich alles. Alles aus diesem Spiel blind. Ich wusste nicht mal, dass es zwei Pfeile gibt, ey. Jetzt kann ich... Kazam! Und Kazam! Oh, cool. Ich habe zwei Pfeile. Das wusste ich nicht. So. Und, jo, dann war es das für diesen Part. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob hier irgendwas rumliegt, was ich gebrauchen könnte. Aber sieht nicht so aus. Und da ist May. Sie wartet auf ihre Mutter. Yep. Werde ich auf jeden Fall machen. Und Henry hört hier... Was macht er denn? Alles klar. Oh, Französisch. Oh, Französisch. Oh. Da muss ich immer an die Schule denken. Ich gehe ja momentan noch zur Schule und da habe ich Französisch und ich hasse Französisch. Das schlimmste Fach der Welt. Aber gut, das war's für diesen Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part, wenn ich dann Mays Mutter suchen gehe. Ja, seid dabei. Ab dann ist alles blind für mich und bis zum nächsten Part. Ciao.